Hey Leute, heute sind wir ganz spontan bei mir zu Hause am Teich. Hintergrund ist eigentlich, dass wir gestern den 10.000. Kommentar auf unserem Kunststoffvideo hatten. Das Kunststoffvideo findet ihr hier. Eigentlich auf der anderen Seite. Ja. Okay, da, sorry. Viele haben sich gewünscht, dass ich mal meinen Teich zeige. Das Teichprojekt ist hier über mehrere Monate entstanden. Ich habe das Haus gekauft und der Garten war ziemlich verwildert. Der ist noch nicht fertig, also es fehlen noch viele Details und ein bisschen Holzarbeiten. Der Teich, der befindet sich gerade in der Einlaufphase. Der ist ziemlich grün, weil mir das zweite Mal meine Tauch-UV kaputt gegangen ist. Aber jetzt ist wieder UV dran und ich hoffe, dass der so in 2 Wochen dann wieder klar ist. Hier sollen genau 5 Fische rein, 5 Koi, nicht mehr, nicht weniger. Da habe ich mich stark limitiert. Das hat ein bisschen was mit der Bauart des Teiches zu tun, aber auch damit, dass ich hingegen zu meinen Süßwasserbecken im Teich eher auf wenig Fisch stehe. Also weniger Fisch. 12.500 Liter ziemlich genau. Ich habe das ausgelittert. Beim Befüllen habe ich einfach, ich habe eine gesonderte Wasseruhr dafür, konnte ich das dann ziemlich genau nachhalten. Und der ist gemauert. Und zwar ist der so, wie er ist, weil dieser Garten hier, der ist nicht besonders groß. Ich habe eine Hanglage. Das heißt also, ich bin weder mit dem Bagger, auch nicht mit dem Kran oder so. Es war keine Chance, hier einen Bagger reinzukriegen. Das heißt, ich habe alles von Hand gebuddelt. Ich hatte auch keine Chance, die Erde irgendwie in Container reinzukriegen. Das heißt, ich musste zum einen die Erde ein bisschen auf dem Grundstück verteilen und zum anderen von Hand in den Vorgarten tragen. Das ist relativ aufwendig. Ich muss dann einmal ums Haus laufen und das macht dann auch irgendwann überhaupt keinen Spaß mehr. Dazu kommt, dass hier eine maximale Wassertiefe genau an dieser Stelle ist von ungefähr 1,40 Meter. Darunter kam nur noch Fels und ich habe mit der Spitzhacke wie ein Bekloppter darauf rumgeprügelt. Es hat sich einfach nichts mehr getan. Also 1,40 Meter hier. Ansonsten haben wir verschiedene Zonen. Also das meiste hier hat einen Wasserstand von 50 cm. Das geht dann hier rüber. Hier ist ein kleiner Bereich von 30 cm. Was sich auch echt als ganz praktisch erweist, ich habe eine Ringströmung hier. Das heißt, das Wasser dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Im Grunde genommen ist der ganze Teich, hat einen Ringanker aus Beton. Das sind Schalungssteine. Das waren ungefähr 6 Tonnen Beton, die ich hier vergossen habe, alles von Hand angerührt und durch die Gegend geschleppt. Das habe ich dann mit Bankierei verkleidet. Und ja, die Form des Teiches hat eigentlich der Vorbesitzer des Hauses so ein bisschen vorgegeben, weil da hinten ist richtig Fettbeton, hier vorne ist richtig Fettbeton. Also ich hatte echt keine Chance, außer irgendwie mich nach diesen Formen zu richten. Hier vorne ist ein kleiner Bereich, wo diese Seerose ist, so eine Pygmäus, so ein kleinbleibende Seerose. Der ist auch nur 30 cm tief, aber auch wirklich nur, weil darunter eine Betonplatte ist, die ja, 25 cm oder was hat. Also keine Chance, das wegzuhauen. Ja, ansonsten habe ich mir hier eine kleine Insel reingebaut mit so einem Bankiereisteg drüber. Diese Azalea, die ich sehr schön finde, blüht total schön pink im Frühjahr. Die stand hier auf dem Gelände schon, ziemlich kläglich in einer schattigen Ecke. Die war relativ kahl, aber die erholt sich super und ich finde, die passt auch total schön hier rein. Ja, jetzt bin ich ja kein Jürgen Kirchner. Ich weiß nicht, viele von euch werden den kennen. Ist mein absoluter Lieblingsgartenarchitekt. Der macht super geile Sachen. Aber ich habe auch gar nicht die Möglichkeiten und nicht die Zeit, mich so sehr damit zu beschäftigen. Deswegen habe ich geguckt, was kann ich mit Steinen machen. Und dann habe ich in Düsseldorf jemanden gefunden, der echt richtig viele Steine, also Lavasteine zu verschenken hatte. Auch so schöne große wie den hier. Und da bin ich dann 5-mal hingefahren und habe mir die Karre voll Steine gepackt und dann angefangen, hier Steine zu setzen. Das ist auch noch nicht fertig, da sind noch die ganzen Details nötig, aber im Groben und Ganzen wird es dann irgendwie mal so aussehen. Da wir jetzt schon einige Zeit dabei sind, also im YouTube-Leben oder YouTuber-Leben wahrscheinlich relativ kurz, aber ich glaube, es sind jetzt bald 4 Monate, oder, Janis? Müsste sein, ja. Ja, irgendwie sowas. Schon mehr als 1 Million Aufrufe. 1 Million Aufrufe, genau, mehr als 10.000 Abos. Haben wir uns gedacht, wir ja, reflektieren uns mal selber so ein bisschen und gucken mal, was haben wir uns vorgenommen, was haben wir davon umgesetzt. Und eine Sache, die wir ja nicht wirklich umgesetzt haben, ist dieser Fragen-Antworten-Bereich. Und zwar zum einen kam das nicht ganz so gut an wie die anderen Videos, deswegen haben wir uns da erstmal drauf fokussiert. Aber die Frage ist jetzt eigentlich, sollen wir mal live gehen? Also wir müssten uns dann eine schöne Möglichkeit schaffen, wie wir das machen können, ne? Also einen Arbeitsplatz herstellen irgendwie, wenn ihr da Bock drauf hättet und dann mit uns irgendwie in Interaktion treten wollt, dass wir da ein paar Fragen beantworten, dann hätten wir da auf jeden Fall Spaß dran. Also könnt ihr auch mal schreiben, ob euch das interessiert, ob ihr da Bock drauf habt.
haut es in die Kommentare. Der Teich wird über zwei 10.000 Liter Pumpen angetrieben. 10.000 Liter heißt 10.000 Liter in der Stunde. Das macht hier bei den 12 Kubikmetern ganz guten Wirbel. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das so stark lasse oder vielleicht mal ein bisschen drossel. Das werde ich dann sehen, auch wenn die Fische drin sind. Da muss man ein bisschen gucken, wie schwimmen die und ja. Also, hier in der Ecke, da unter dem grünen Wasser, ist ein Auslass, der kommt aus dem Boden raus. Das ist 50er Rohr. Und da drüben vor dem kleinen Ahorn ist auch noch ein Auslass. Sieht man auch so ein bisschen an der Oberfläche, die verwirbelt da so leicht. Da wird das Wasser in den Teich reingeblasen. Hinterm Jannis, kann sich ja mal drehen, hier unten, da wo man es nicht sieht, da ist ein Bodenablauf mit einem 100er Rohr. Und dann habe ich hier unter meinem kleinen Steg einen Skimmer, der auch wunderbar funktioniert. Ich habe mir hier so einen kleinen Abweiser geholt, weil die Strömung sonst das meiste dran vorbeidrückt. Aber das klappt hier sehr, sehr gut eigentlich, das Wasser reinläuft. Jetzt sind hier immer wieder ein paar Kiefernadeln unterwegs, da muss ich immer sauber machen. Und dann lippt er auch wieder richtig. Das hier ist der Überlauf, wenn es mal schön regnet, läuft das Wasser direkt ab. Genau. Und ja, jetzt zeige ich euch mal den Filter, würde ich sagen. Geraume Zeit nicht dran, der läuft eigentlich ganz gut. Ist eigentlich ein total simpler Filter. Ich habe den hier von der Firma Stamm schweißen lassen und den haben die eigentlich nach meinen Vorgaben gebaut. Ne? Also ich mache ganz gerne mal so ein bisschen basteln und probiere mal aus und do it yourself in Anführungsstrichen. Beim Aquariumfilter würde ich das jetzt nicht machen, weil da gibt es einfach die richtig guten Lösungen. Aber beim Teich finde ich, also es gibt sehr gute Filter, wirklich hervorragende Filter auch, die aber alle nicht so richtig hier zu meiner Situation gepasst haben. Ich konnte halt mit dem Filter nicht über Wasser arbeiten, wollte ich auch nicht, weil dann hätte ich irgendwo so eine Kiste rumstehen gehabt. Jetzt auf dem Wasserniveau und mit der Größe habe ich einfach nichts gefunden, was mir so richtig zugesagt hat. Jetzt ist das hier so, ich habe hier die 100er Rohre hingelegt, die kommen hier direkt aus dem Boden vom Filter hier vorne. Das sieht man auch, hier wölbt sich das Wasser so ein bisschen auf. Und dann habe ich hier an der Seite ein Loch in die Kiste gebohrt und da ist eine Tauch-UV drin. Das heißt, hier unten ist so ein Glaskolben, den haben wir jetzt ausgemacht. Das ist ja wegen Arbeitssicherheit, wird ja hier immer groß geschrieben, wie ihr wisst, ist der aus. Das heißt, das Wasser wird jetzt hier wieder bestrahlt. Das Ding war schon zweimal kaputt, jetzt funktioniert es wieder, alles gut. Dann geht das Wasser hier unter diesem Ding durch und in meinen Bürsten rein. Ne? Die Bürsten, die halten so den ganzen groben Dreck zurück und dadurch, dass die auch dann so ein bisschen zusiffen, wird die Filterung eigentlich immer feiner. Und dann habe ich eigentlich nur einen biologischen Filter. Das sind hier Japanmatten. Das sind so um die 4 Meter Japanmatten, die ich da reingedrückt habe. Das ist schon eine ganz große Filtermenge und dadurch, dass ich ja nur 5 Fische haben möchte, wird das mit Sicherheit ganz gut passen. Falls es nicht passt, würde ich mir noch was überlegen, dass ich es umbaue. Dann habe ich hier 2 Pumpen drin und da die Verrohrung. Dann geht das Ganze zurück durch den Boden in den Teich rein. Warum wir dieses Teichprojekt jetzt hier zeigen oder damit auch beginnen, das zu zeigen, ist, weil sich ja hier in nächster Zeit noch einiges tun wird. Wenn das Wasser wieder klar ist, eigentlich soweit, dass Fische in den Teich können. Natürlich hier wieder vom Bambus und ein paar Blätter. Es ist relativ windig heute. Ne? Ihr hört das vielleicht auch am Mikro, deswegen fliegen hier so ein paar Blätter rum. Genau, wir werden Fische einsetzen und dazu werden wir zu einem Koi-Händler fahren, ein richtiger Koi-Experte. Ich selber bin gar nicht so der Koi-Experte, ich habe einfach Spaß an den Fischen. Koi-Haltung ist für mich überhaupt kein Problem, aber es gibt ja solche Spezialisten und es gibt so viele Feinheiten. Und ich finde es auch immer wieder interessant, mir einfach mal zeigen zu lassen, was einen Fisch unheimlich wertvoll macht, wie das alles so funktioniert. Und ja, vielleicht habt ihr da auch irgendwie Lust, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, dass wir da ein bisschen was zeigen. Muss ich auch dann noch absprechen mit dem Koi-Händler, ob der da überhaupt das möchte, dass wir da filmen. Aber ja, ich denke, das wird schon irgendwie klappen. Im Grunde genommen ist das aber nicht das einzige Projekt, was bei mir so ansteht. Also ich werde demnächst mit der Firma noch umziehen, dass ich ein schönes Büro mir mache, neue Lagerräume. Und in dem Lagerraum kommt dann auch eine Korallenzuchtanlage, nichts Großes, wahrscheinlich irgendwas um die 1000 Liter. Und ich werde mir ein schönes Schaubecken aufbauen, ein Meerwasserschaubecken. Und dann wird es auch ein Süßwasserschaubecken geben, wo wir dann einiges an Videomaterial zu machen können, weil wir auch dann jederzeit da dran können und das auch perfekt begleiten können. Unabhängig von den Projekten, die du jetzt privat machst, was kommt noch so? Ja, unabhängig davon haben wir einiges im Vorlauf gerade. Richtung Anfang Oktober ein 2000 Liter Becken umbauen. Und zwar sind da im Moment Tanganika-Barsche, die so ein bisschen deplatziert sind. Also die Kombination ist ja unglücklich, Filterung ist nicht so doll aufgebaut. Die Einrichtung ist eigentlich überhaupt nicht
für die Fische geeignet. Und das Becken werden wir komplett leer machen und dann werden wir da ein schönes Pflanzenscape draus machen. Mit toller Beleuchtung, guter Filterung, also alles ja, leer machen und wirklich tipptopp aufbauen. Da werden wir euch auf jeden Fall dran teilhaben lassen. Ende September werden wir ein Meerwasserbecken aufbauen, was wir sehr schön in den Wohnraum integrieren werden. Da arbeiten wir mit einem Schreiner zusammen. Das wird so 300 bis 400 Liter haben ungefähr. Also eigentlich noch Nanobeckenbereich. Und das werden wir auch wieder mit Eporif einrichten und schöne Technik dran und ja. Genau. Ansonsten haben wir noch einige größere Becken, die wir umbauen und ja, also es kommt eins zum anderen. Im Vorlauf sind gerade noch so ein paar Sachen, die sind noch nicht so bestätigt. Da wird einiges Schönes für euch dabei sein. Ansonsten hatten wir in den Kommentaren oft das Problem oder also ich habe mich zumindest so gefühlt, als wäre das Problem da, zu bestimmten Kommentaren eigentlich mal ein Foto zeigen sollte. Ist mir öfter so gegangen und habe mir gedacht, Mensch, wenn man dem jetzt das und das Foto zeigen könnte, dann würde das eine Sache viel leichter machen zu erklären oder auch mal was belegen oder wie auch immer. Wir wollen auf jeden Fall auch Instagram so ein bisschen weiter fokussieren und ein bisschen ausbauen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr da auch uns folgen würdet. Und ja, dann können wir da ein bisschen noch dran schrauben und das ein bisschen weiter ausbauen. Das wäre auf jeden Fall super, würden wir uns total freuen. Kleines weiteres Projekt hier. ja, ab in Eukalyptus. Ja, ein kleines weiteres Projekt hier war mein Wasserfall. Funktioniert ganz gut, ich mache das mal eben an. Wasser aus dem Wasserfall. War eigentlich gar nicht so einfach, weil ich den hier irgendwie in diese Treppe integrieren wollte. Und dann habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Also da ist jetzt eine Pumpe drunter und dann geht von hinten ein Schlauch und der kommt durch eine Kunststoffplatte. Und unter den Steinen ist halt ein Gitter drunter. Das heißt also, das Wasser läuft nicht komplett über die Steine, sondern geht auch zum Teil durch das Gitter durch. Jetzt hier zur Bepflanzung muss natürlich alles wachsen. Ne? Die sind noch nicht lange gesetzt, die Pflanzen. Das wird alles den Teichrand so ein bisschen überwachsen. Ich habe da so eine Kokosmatte hingelegt, hatte mir jemand als Tipp gesagt. Sieht auch erstmal auf jeden Fall besser aus als die nackte Teichfolie, denke ich. Mal ganz entspannt zwischendurch. Ich würde es jetzt nicht immer laufen lassen, aber ich finde es eine nette Sache. Gehört zu einem Teich irgendwie dazu, ein bisschen Geplätscher. Wenn ihr Bock auf mehr so Teichprojekte habt, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der hat mir auch die Folie hier geschweißt, der Jonas von JK Teichservice, macht halt viel Teich, der macht eigentlich nur Teich und der hat auch echt geile Projekte am Start. Könnt ihr auch mal gucken, bei Instagram ist der auch bei JK Teichservice vertreten und mit dem hatte ich auch schon mal gesprochen und eventuell kann man da auch mal einen Teich noch zeigen. Also nur, wenn es euch interessiert, schreibt es mal in die Kommentare. Ab 10.000 zeigen wir dann Teich. Ansonsten, wenn ihr uns noch kein Abo gegeben habt, lasst uns ein Abo da. Haut auf die Glocke und gebt einen Daumen nach oben. Wir sind raus. Tschüss. Ciao.